FF24.news. Frankfurt aktuell. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und der polnische Außenminister Rau haben bei einem Treffen am Freitag besprochen, dass die Grenze zwischen Brandenburg und Polen auch angesichts der aktuell ansteigenden Covid-19-Infektionszahlen nicht wieder geschlossen wird. Zu bedenken ist bei Ausflügen nach Polen, dort gilt ab sofort im öffentlichen Raum, also auch auf den Straßen, eine Maskenpflicht. Außerdem im Auto, wenn dort Personen außerhalb des eigenen Haushalts mitfahren. Für Fußgänger gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Zwischen 10 und 12 Uhr vormittags dürfen nur Senioren, also 65 plus, einkaufen. In dieser Zeit dürfen Kleingeschäfte und Supermärkte von anderen Altersklassen nicht betreten werden. FF24.news. Frankfurt aktuell.